besorgen wir dem Affen sein Bier. Lokelani, ich möchte dich um etwas bitten. Entschuldige bitte, ich muss die schlechteste Kellnerin der Welt sein. Was willst du trinken, Kaimi? Das habe ich nicht gemeint. Ich wollte nur ein wenig mit dir plaudern. Doch, du wolltest etwas. Von der Lauferei in der Sonne habe ich einen riesen Durst bekommen. Gib mir bitte ein Bier. Hier, bitte. Das macht $2. Leider habe ich nicht einen Cent dabei. Aber ich bezahle es später, wenn du mir das Bier anschreibst. Ich darf nur gegen Bares ausschenken. Männern ist nicht zu trauen. Wenn wir schon dabei sind, da gibt es etwas, das ich dir erzählen wollte. Ich höre zu. Das ist das Thema. Ich glaube, du hörst nicht zu, wenn ich mit dir rede. Ich kann sowas nicht ausstehen. Aber hättest du so viel mit mir reden können, wenn ich deine Erzählung von der Insel, deinen Freunden und deinen Ex-Freunden nicht gern hören würde? Das sagt sich leicht. Aber du musst es mir beweisen. Ich hab's. Ich werde dir ein paar Fragen über meine Ex-Freunde stellen. Und wenn du sie beantworten kannst, gebe ich dir das Bier aus. Bis jetzt habe ich keinen einzigen Namen erraten können. Außerdem kann es sein, dass du mich über irgendjemanden ausfragst, von dem du mir nichts erzählt hast. Das bedeutet, dass du mich noch nicht gut kennst. Fertig? Wenn es sein muss. Ich hatte einen mitteleuropäischen Freund, der einem Colonel ähnelte. Wie hieß er noch? Kaimi? Ich weiß es. Milo? Ach, das war ganz einfach. Ich war mit einem Jungen aus Polynesien befreundet. Sein Name war... Lopati. Gut, das war nicht schlecht. Mal sehen, ob du dich daran erinnerst, welcher meiner Ex-Freunde Inder war. Das ist ja easy. Tiru? Wirklich gut. Und jetzt die letzte. Einer meiner Ex-Freunde hieß, genau wie du. Ich weiß. Brian. Ich wollte es dir nicht so leicht machen. Verrat mir seinen Nachnamen. Das ist unfair. Außerdem bin ich sicher, dass du es mir nicht gesagt hast. Klar habe ich ihn dir gesagt. Nein, du hast es mir nicht gesagt. Aber ja. Nein, bestimmt nicht. Aber ja. Nein, bestimmt nicht. Aber ja. Nein, bestimmt nicht. Ich habe ihn dir gesagt und basta. Wenn du dich nicht erinnern kannst, ist es dein Problem. Sag es. Ich habe alles auf Video. Ich kann beweisen, dass du es nicht gesagt hast. Oder dass du es gesagt hast. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich nehme Russell. Russell. Brian, kindisch! Oh, Kaimi, endlich ein Mann, der zuhören kann. Komm, du hast dir ein Freibier verdient. Ich weiß nur nicht, ob noch welches übrig ist. Heute Morgen hatten Kay und Knife zum Frühstück ihre täglichen 7 Bier pro Nase. Du hast Glück, hier ist das letzte. Danke, Lokelani. Du bist ja eiskalt. Ich bin jedenfalls nicht schuld, wenn der blöde Affe sich erkältet. Ist was mit dir? Du siehst wie vor den Kopf geschlagen aus. Ich? Überhaupt nicht. Ich drehe mal eine kleine Runde. Wir sehen uns später. Bis bald. So. Ich hoffe, der Affe gibt uns dann auch den Chip. Hey, Little Demon. Schau mal, was ich habe. Ich hoffe, der kommt nicht auf die Idee, da drin eine Runde zu ratzen. Little Demon? Das ist vielleicht ein... So ist es besser. Was tut man nicht alles für eine mickrige Münze? Tja, mein Freund, angenehm, dich kennengelernt zu haben. Besser jeder geht jetzt seines Weg. Schon gut, sieh mal einer an. Der ist wieder total zu. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte, als auf ihn aufzupassen. Ach, Brian, den kannst du doch nicht einfach wegschicken. Ja, aber vorher... Hey, Lokelani! Was meinst du? Machen wir ein Foto von uns beiden? Klar, ich komme! Es hat keinen Sinn, eine der Öffnungen zu verschwenden. Außerdem habe ich, wenn die Dinge schlecht laufen, dann immer noch ein Foto, auf dem ich mit einer unglaublichen Frau vor Hawaii surfe. Dann geht's mir doch gleich besser. Sie kommt schon. Schnell, es ist gleich soweit. Fertig. Gleich geht's los. Ich gehe dann mal wieder in die Bar. Ich möchte Aulani nicht so lange allein lassen.
Ja, ich weiß, das Telefon klingelt. Ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Perfekt. Man merkt genau, dass die Köpfe echt sind und die Körper gemalt. Aber so gefällt es mir. Also ich kürze den ganzen Weg noch ab. Denn jetzt basteln wir uns ein wenig Kreide. Warum sollte ich das tun? Da gehe ich lieber nicht so nah ran. Die ist voller Harz. Harz ist nicht gerade der beste Kleber, aber es könnte funktionieren. Ich hoffe, der Deckel bleibt drauf. Sonst kann ich meiner Tasche und allem, was ich darin habe, Lebewohl sagen. Ach, das wird schon halten. Hey, das könnte funktionieren. Jetzt fehlt nur noch eins. Ich schüttle die Mischung ein wenig. Jetzt kräftig zusammendrücken. Perfekt. Echte hausgemachte Kreide nach Brian Basco Art. Und im nächsten Video reden wir dann wieder mit dem Mönch. Ciao, ciao.